Die kann man auch nicht wegspringen, oder? Wahrscheinlich nicht. Weil die nicht brüchig sind. Nee, geht nicht. Muss man bestimmt hochheben. Da waren die Brückenbauer. Na, komm her. Ah. Na dann. Runterspringen. Secret suchen und so weiter. Mit denen ich nichts anfangen kann. Ist das Mapping-Fehler hier? Die Ecken, die abgeschnitten sind? Oder kriegt man das nicht anders hin? Ich glaube halt, das kriegt man einfach nicht anders hin. Naja. Auf nach Hyrule! Oh, Daumen. Hyrule-Stadt. Komische Bäume. Okay, wieso... da man hier nichts hinter den Bäumen, über den Bäumen ist, möchte ich mal behaupten, ja, das war auf der anderen Map doch ein Bug. Was? Oh, hey, noch einer? Entschuldige, aber in letzter Zeit kommen sehr viele Bewohner von außerhalb nach Hyrule wegen der Dürre. Sie hoffen auf Wasser und auf Hilfe. Hilfe, wobei? Ach, als ob die Menschen nicht schon genug Probleme mit der Dürre an sich hätten. Geschehen überall im Land merkwürdige Dinge. Magie! Die unterschiedlichsten Völker kommen aus den unterschiedlichsten Regionen zu uns. Menschen, Deku, Orni. Sie alle versuchen den König um Hilfe zu bitten, aber der Andrang war einfach zu enorm. Der König hat selbst mit der Dürre zu kämpfen. Da hat der König beschlossen, dass der Bürgermeister von Hyrule sich um die Gesandten der einzelnen Regionen kümmern soll. Ich würde dir also raten, dass du zunächst den Bürgermeister aufsuchst. Sein Haus ist im Norden von Hyrule. Hyrule. Wir sind jetzt in Hyrule. Sein Haus ist im Norden von Hyrule. Das Haus mit der Pharore-Statue vor der Tür. Direkt neben dem Weg zum Schloss. Viel Erfolg, junger Reisender. Oh, ich bin awesome. Ich kann durch Wände schlagen. Na gut, kann man wahrscheinlich grafisch nicht anders darstellen. Und wenn doch, ja, dann macht mal. Willkommen in der Hohle Stadt. Zieh dich ruhig um und spring mit den Leuten. Hier gibt es viel zu entdecken. Aber bitte denkt daran, dass wir mit den Schnecken wieder die Tore schließen. Also solltest du nicht, bevor das Wetter auf den Schnecken wieder auf den Heimweg machen, damit du nicht vor dem verschlossenen Tor sitzt. Diese Insel ist gefährlich von heute in meinem Alter, aber ich lasse mich hier unterkriegen. Ich habe mich immer fit gehalten. Falls du Nachschub in Sachen Bomben brauchst, solltest du das Bombenhaus in Hyrule besuchen. Es ist das Gebäude dahinter. Hier direkt am Marktplatz. Angeblich kann man hier auch das Spiel Bombenmarathon spielen. Dieser Laden hier existiert erst seit kurzem. Es ist das Bombenhaus. Wenn du irgendetwas suchst, was mit Bomben zu tun hat, dann solltest du hier hineingehen. Günstiger wirst du nirgends Bomben bekommen. So viel kann ich dir sagen. Solltest du also vorhaben, ein Gebäude in die Luft zu sprengen, ein Flugzeug zu sprengen oder etwas anderes zu sprengen, hier kriegst du ganz billig Bomben. Ich habe gehört, was Bomben geben, meine ich gerade was vor. Ist es nicht merkwürdig, dass der Brunnen an der Zitadelle noch immer Wasser enthält? Irgendwas sagt mir, dass die Zitadelle dafür der Grund ist. Aber was ist das Geheimnis? Hey, du, erkennst du diese Statuen? Es sind die Statuen der Göttin Tenno Nairu. Es sind zwei der drei Göttin in Tirol erschuf. Die dritte Göttin Pharore hatte auch eine Statue. Sie steht noch im Norden beim Haus des Bürgermeisters. Du sollst sie dir unbedingt einmal ansehen. Wautz. Wautz. Wautz.
Vor kurzem ist hier so ein unheimlicher Mann in Hyrule angekommen. Er ging direkt zum Schloss von Hyrule. Mein Hund Marston war so verängstigt, dass er sich hinter einem Brücken versteckte. Ich frage mich, was dieser Mann wollte. Oh mein Gott, das ist der Passport gewesen. Steht da was dran eigentlich? Nein. Die Bäckerei hat geschlossen. Dabei hätte ich jetzt so gerne ein paar frische Brötchen vom Bäcker. Oh, tut mir leid, aber bei der Hitze weigert sich unser Bäcker draußen zu arbeiten. Es ist einfach zu heiß. Die Bäckerei öffnet wieder, wenn die Arbeitsbedingungen besser sind. Es tut mir unendlich leid. Die ganzen Leute machen sich Sorgen wegen der Dürre. Ich hingegen sehe das ganz gelassen. Als Corona bin ich trockene Tage in Corona gewohnt. Da macht mir diese kleine Dürre gar nichts aus. Es gibt mir sogar Gelegenheit, meinen neuen Sonnenhut zu tragen. Sag, benutzt du eigentlich das Briefsystem? Wenn du einen Brief erhalten hast, dann fängt der Briefkasten wie verrückt an zu zappeln. Es ist schön, Briefe von Freunden zu bekommen, findest du nicht? Was nicht heißt, dass ich jetzt ein Freund bin. Oh nein. Ach, das sind Zoras. Hey klar, tut mir furchtbar leid, aber hätte es halt fahren, keine Boote zum Hyliasee. Du fragst dich warum? Nun, wir haben vor einigen Tagen ein Boot losgeschickt zum Hyliasee. Es ist noch nicht wieder zurückgekehrt. Wenn du herausfindest, was damit los ist, dackst und schnell. Wie? Es gibt kein Wasser auf dem Boote fahren? Da hast du noch nie was von Wüstenschiffen gehört. Tod Octorox! Was hat ein Kind in einer Hafenspelunke wie diese hier? Wenn du ein Boot zum Hyliasee brauchst, dann geh nach oben. Naja, ich glaube jedoch kaum, dass der jetzt ein Boot ablegt. Bist du nicht noch ein wenig um hier in der Bar zu sitzen? Oder sieh zu, dass du Land gewinnst. Ha, Landgewinn. Beinahe Dürre. Die Drinks hier sind zwar nicht zu verachten, aber ein gestandener Goron wie mich haut so etwas nicht um. Unser Goronbräu. Trademark. Schmeckt einfach fantastisch. Ein Mensch allerdings dürfte nach einem direkt umkippen. Wie gut, dass ich kein Mensch, sondern ein Deko bist. Grünmützen-Mitglied bin. Ach, da sitzt noch einer. Ach, ich liebe diese Spelunke. Fast jeden Tag sieht man hier neue Leute aus ganz Hyrule. Hast du schon mal ein Orni gesehen? Ein Tokai? Ein Anoki? Ein Subrosiana? Ich könnte ewig so weitermachen. Ich kann mir Namen ausdenken und so tun, als ob das Völker wären. Ach, ist das herrlich. Ah, du wirst auf deinen Reisen sicher einige dieser Völker zu Gesicht bekommen, da bin ich mir sicher. Oh, da geht's ja raus. Es stimmt mich traurig, den Fluss so zu sehen. Wir Zoras sind Kreaturen des Wassers. Wir können ohne Wasser nicht überleben. Normalerweise biete ich Fahrten von hier zum Hyliasee an. Aber wie soll ich ohne Wasser ein Boot führen? Ob am Hyliasee noch Wasser ist? Ich weiß es nicht. Ich möchte mich jetzt gerne umbringen. Bei Dürre trocknet der Fluss aus. Für uns Goronen ist das die ideale Gelegenheit für ein Rennen durch das Flussbett. Wie sieht's aus? Machen wir ein Rennen bis zum Hyliasee? Rennen bis zum Hyliasee? Ja. Okay. Wo bleibst du denn? Vielleicht bist du ja doch nicht so schnell, wie ich dich eingeschätzt habe. So macht es keinen Spaß. Komm doch später noch einmal wieder. Vielleicht fällt es ja dann etwas Kreatives ein. Mir graut es schon davor, wenn ich den König treffe. Ich kann keine Töpfe hochheben. Oh mein Gott, und ich kann keine Schilder lesen. Ich kann nicht lesen. Stirb, elendige Möwe des Todes. Haha, ich bin über dir. Ich bin über dir. In der Musikschule lernen wir viele neue Lieder. Aber die Lehrerin ist in der Zeit sehr merkwürdig geworden. Wir singen immer die gleichen Lieder, das ist doof, macht keinen Spaß mehr.
Irgendwann will ich auch so sehen können wie so Lehrerin. Ui, ui. Ich würde ja gerne mit den Kindern ein paar Lieder singen, aber alle Lieder, die ich kenne, kennen die Kinder bereits. Auch das neue Lied von dir. Kennst du vielleicht ein schönes Lied? Ja, schön. Dann spiel es doch bitte jetzt vor. Everybody was kung fu fighting. Nein, oh. Wie wär's denn damit? We're no strangers to love. You know the rules and so do I. Da 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 da. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run away and hurt you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna run away and hurt you. Ich kann den Text nicht ganz auswendig. Hallo junger Freund, du möchtest doch nicht etwa ein Trollraten spielen, oder? Du versprichst, die Chance zu gewinnen wird wirklich, wirklich gering. Als verlorenes Geld, du wirst nur mit einem traurigen Gesicht den Herrn verlassen und das würde mich auch traurig machen. Außerdem kostet es 10 Rubine zu spielen. Also, möchtest du Thronraten spielen? Ich hab viel Glück. Was? Du willst trotzdem spielen? Na gut, aber ich sag dir, du wirst es bereuen und sehr traurig sein. Es tut mir so leid. Ich hätte dich auffallen sollen. Oje. Ein kleiner Schlüssel! Du kannst ihn nur beim Truhenraten benutzen. Truhenraten. Die Regeln sind einfach. Rate eine Truhe. Fertig! Zu Beginn des Spiels erhältst du einen Schlüssel vom Spielmeister. In jedem Raum stehen einige Truhen. In diesen sind Rubine und ein Schlüssel versteckt. Du darfst eine Truhe öffnen. Findest du den Schlüssel, so darfst du ein Level tiefer gehen. Je tiefer du kommst, desto wertvoller werden die Preise. Viel Spaß wünscht der Spielleiter. Die Chancen, den zweiten Raum zu erreichen, stehen 1 zu 2. Der Spielmeister. Das war so klar. Ich habe dich gewarnt, du solltest nicht spielen. Die Chancen sind zu gering. Kann ich das jetzt auch nochmal machen? Ich will das nochmal spielen. Muss ja vielleicht wieder rausgehen, oder was? Nee. Ja, ist mir egal. Wenn ich kein Geld hab, Wayne. Zu 4. Aha. Die Chance sind 1 zu 12. Nehmen wir die goldene Mitte. Ah, verdammt. Okay, das ist ein Minispiel, was ich mache, wenn ich mehr Geld habe. Und dann bin ich hier so richtig die Sau rauslöffen. Ich verstecke mich hier im Schatten der Häuser vor der stechend heißen Sonne. Ich glaube jedoch, dass es sich sehr viel bringt. Es ist nach wie vor einfach zu heiß für einen Deko. Oh, Saison, das Geräusch vorwiegend Steine essen. Es ist faszinierend, nicht wahr? Whoop. You wanna go there? Ah, okay. Ja, okay. Wie sagt mir keiner, dass ich 99 Rubine haben kann? Ja, kann ich ja doch Thronrad machen. Erstmal ist es jetzt an der Zeit, wie speichere ich nochmal? So, speichern. Ah!
Bleib stehen! Tut mir leid! Ich bin schwer, Alter! Ich muss alle Briefe fertig.